Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network und wahrscheinlich der letzte Part. Oh ja, ich hatte satt an den Automaten zu farmen und nie diesen einen Chip zu bekommen, das Leaf-Schild. So habe ich mich ins Network hinein katapultiert. Ich glaube, hier ist Nummer 15, weil 16 ist, glaube ich, das Ende da hinten. Und bei 15 war ja der Gegner. Schaffen kann man es nur auf einen Weg. Ich zeige euch das jetzt leider nicht. Und zwar nur, wenn er mit so einem... Also, wenn er alleine kommt, dann habt ihr keine... Man kriegt die Battle-Chip-Karte, beginnen wir mal so. Man kriegt die Battle-Chip-Karte nur bei Rang S. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht bei S. Übrigens, ich zeige es euch mal her. Das war ein Horror. Das war ein Horror, glaubst du mir. Hier, 123 Leaf-Shield. Turns Damage from One Hit into HP. Ja. Also den Damage, den man bekommt, kriegt man von einem Schlag aus in die HP-Leiste katapultiert. Und zwar, wenn dieser Gegner alleine ist und ihn auch mal schnell genug erledigt, schafft man es höchstens auf 9 oder 10. Reicht aber nicht. Hier braucht man wirklich anscheinend S. Und das geht nur, wenn dieser Gegner mit so einem Hurricane auftaucht, also mit so einer Windmaschine. Und diese dann gleichzeitig tötet, weil das nochmal den Rang in die Höhe treibt. Und da braucht man nochmal Glück, bis man eben diese Karte kriegt. Das wollte ich euch sparen. Das war jetzt mehrere Stunden lang off-farmen. Und ja, jetzt fehlt nur noch eine Karte. Und da habe ich schon etwas vorbereitet. Und zwar gehen wir in den Endbereich hier rüber. Ihr kennt diesen großen, schönen Bereich hier, wo man allerlei Sachen sammeln kann. Ja. Und zwar, ja, rennt man jetzt mit dieser Anzahl an Chips hier herum. Und zwar, was speichern wir mal? Oder ich zeige es euch mal so. 174 von 175. Und mit diesem Stand haben wir hier in diesem extra Bereich einen extra Gegner, der respawnt. Und auch per Zufall. Das heißt, es kann schon mal 10 bis 15 Kämpfe dauern, bis der auftaucht. Aber dann ist es soweit. Und ich habe es auch vorbereitet für euch, damit wir nicht zu lange ausharren müssen. Ja, ein Gegner, der uns über die ganze Battle Network Serie über den Weg laufen wird. Ebenso als Secret Boss. Und ich eben genau weiß, was der drauf hat. Beziehungsweise, gut, was er hier für Attacken im ersten drauf hat, nicht. Aber was seine spezielle Fähigkeit ist. So. Dann würde ich mal sagen, pausiere ich kurz und ich schalte euch hinzu, wenn ich den Gegner angetroffen habe. Bis gleich. So Leute, wir kommen zurück. Und zwar, ja, ihr seht schon, das ist der Gegner. Bass höchstpersönlich, in anderen Teilen glaube ich, weiß ich nicht, ob er anders heißt, oder Bass SP, die Special Form. Ja, Bass, wie er lebt und lebt, mit 1000 HP ist Standard. Und 100 extra Schild-HP, den man mal runterbashen müsste. Und das werden wir hoffentlich auch schaffen. Ich habe hier meinen Save eingelegt. Ich weiß nicht, welche Karten ich jetzt kriegen werde. Weil, also ich habe mein Deck übrigens umstrukturiert. Das kann ich euch nach dem Kampf jetzt nochmal zeigen. Natürlich wusste ich, dass er eben, wie gesagt, kommt er öfters in der Battle Network-Serie vor, dieser gute Herr. Dass ich über 100 Damage-Karten brauche und deswegen habe ich meine ganzen Karten auf über 100 Damage, also was halt möglich war, umgeändert. Nur für diesen einen Fight. Und ja, würde mal sagen, ich weiß nicht, welche Karten auf mich zukommen, aber der Anfang schaut schon mal nicht schlecht aus. Ganz wichtig ist, dass wir sein 100er-Schild wegkriegen und ich bin mal... Kann ich nichts anderes mitnehmen? Nein. Ich bin mal der Hoffnung, dass es die Schlange hoffentlich reißen wird. So, ihr seht schon, das ist schon ein Schutzschild. Sobald wir die 100 Damage machen, ja, ist schon mal der wichtigste Schritt getan. Au. Oh. Das sind böse Felder. Wir können ihn kontern, indem wir ihm eine mächtige Attacke raufhauen, so wie die hier. Zack, aber ich glaube, ich krieg noch mein Fett ab. Oder kann ich schnell ausweichen? Komm schon mal raus. Nein, leider nicht. Das stoppt ihn nämlich. So, dann würde ich mal vorschlagen, nehmen wir doch The Cloud erstmal. Ich hoffe mal, dass die in die dritte Reihe kommt. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Perfekt. Er schießt zwischendurch immer einmal. An den farbigen Muster sollte man erkennen,
welche Attacke er von sich gibt. Und ich sollte schnell rauf. Okay, Protoman, bitte stopp ihn schnell. Ich hoffe, es klappt. Weil er zieht ordentlich ab, der Gute. Oh, scheiße. Wieder nicht. Okay, dann bin ich erledigt. So einfach kann das sein. Natürlich braucht man noch genug HP, deswegen sammle ich auch. Was? Warum kriege ich Geld von ihm? Ich wollte eigentlich was anderes. Okay, ich mach den Kampf nochmal. Bis gleich. Ich wollte so Geld. Hallo, gut, ich kann jetzt herumrennen und... Bis gleich, wirklich. Bis ich das habe, was ich haben wollte. Wie der Kampf funktioniert, habt ihr gesehen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, genau das ist das, was ich haben wollte. Ich habe gar nicht gewusst, dass man vom Boss überhaupt eine Münze bekommen kann. Der interessiert mich nicht. Natürlich will ich seine Karte. Und diese Karte wird ihn auch einigermaßen, ich sag mal, verfolgen, weil die Life Hour, wie wir so schon gesehen haben, bei ihm, die mit den 100, hat einen eigenen Willen. Und das ist auch die letzte Karte. Wir haben alles komplettiert. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben das Spiel fast durch oder eh schon durch. Zumindest die ein, zwei Geheimnisse. Das Quiz zum Beispiel, das eine, was noch fehlt. Ja, Life Hour. Negiert alle Attacken mit Damage 100 und weniger. Also weniger als 100. Bei ab 100 ist die Life Hour weg. Was wir nicht gesehen haben im Kampf gegen Bass, sage ich jetzt. Weil ich eben ihn so gut erledigt habe. Der Nachteil ist, sobald wir sein Schild weggerotzt haben mit den 100 und er angegriffen hat mit seiner Attacke, erneuert sich das Schild wieder. Das heißt, man muss ihn in dem Zeitraum mit einer starken Chipkarte mal treffen, dann wird er so gestunt und überspringt quasi den Zug, wo er sein Schild erneuert. Ja, kann mich jetzt beim besten Willen nicht erinnern, ob das in den nächsten Teilen geändert wurde, also fieser wurde eben dementsprechend, dass es im ersten Zeitraum, ich bin meinem dritten, hat es in jedem Zug erneuert und das war eben der Knackpunkt dann. Aber ich glaube, da hatte er nicht auch mehr, ach was weiß ich, wir werden es früher genug. Früher oder später selbst sehen, wenn ich es auch Let's Playen werde. Ich bin schon ganz heiß auf Teil 2, der ist komplett blind für mich. Gut, wie Teil 1 eben. Ab Teil 3 geht es dann etwas sicherer zur Sache, ja. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine, pixelige GBA-Abenteuer von Mega Man. Nicht Jump'n'Run-mäßig, sondern mehr RPG-mäßig und mit Battle Chip, Airware und so weiter und so fort. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, schreibt eure Kommentare zu den Videos. Und ja, wenn ihr Projekte sehen wollt, dann schreibt das ebenfalls. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ein Projekt ist beendet und ich freue mich schon aufs nächste, was ich aufnehmen werde. Und zwar ist es dieses Castlevania, das mir Platrix empfohlen hat. Und da das für den GBA ist und ich immer nur ein Projekt für eine Emulator oder beziehungsweise Konsole, Handheld, haben möchte, ja, wird das mein nächstes Projekt. Vielleicht kommt sogar früher das Castlevania, schauen wir mal. Ja, also bis dann und danke, ciao, ciao, euer Chocobo19. Bye, bye.